So, hoffentlich funktioniert alles. Oh Gott, das wird so schrecklich. Habe ich recht? Naja, also ich sage als erstes mal Hallo und herzlich willkommen zum ersten Livestream mit dem lieben Artus X, Julian, ne? Die Livestreams sind wieder da. Schön, dass ihr meinen Livestream anmoderiert. Wir spielen heute Totally Accurate Battlegrounds. Das kann ja nur gut werden, meine Freunde. So, der Livestream sollte jetzt. Ich habe extra eine Minute Verzögerung gemacht, damit auch kein Delay so entsteht. Genau, ich finde, ich bin ein schöner Hirsch. Was meint ihr? Warte. Gerade. Wow! Warte. Ich bin der. Ich bin der Weißi. Warte, da muss ich hier eigentlich kommen. Wenn dann, also Da wie. gab's doch damals bei dem Typen bei 9 Live, wie hieß der Typ nochmal? Schradin, meinst du? Schradi, ne? Da gab es so einen. Nee, Quatsch, da war glaube ich so eine alte. Auf jeden Fall ging es darum, finden Sie ein Tier mit H im Namen und einer sagt der Hirsch und sie so, da Hirsch? Und bis sie irgendwann mal drauf kam, dass der Hirsch eigentlich relativ gut mit H gesegnet war. Ja. Aber Schradin ist noch immer Nummer 1 bei sowas. Ich finde schön, wie du das. Das hast du gerade sehr schön gesagt. So, der Livestream läuft. Ich würde sagen, wir können eigentlich rein, oder? Ready, oder? Ja, ich habe keine Ahnung, was wir da machen müssen oder so, aber okay. Bist du oben auf Squad? Also, du musst ready. Bist du oben auf Squad? Ja, bist du wahrscheinlich. Ready? Ah, okay, ja. Ich glaube schon, ne? Oh, es passiert was. Oh, ich bin aufgeregt. Ah, That's what she said. ach Alter, ja. wo? Was? Wo bin ich? Ach, da bist du. Alter! Ich sehe noch nichts. Warum bist du bei mir mit, oh. Ist dead. Ah nee, Quatsch, das ist ein anderer. Fuck! Waiting for players? Ach so, ja, wir warten noch. Hey Manu. Du bist da hinten irgendwo, oder? Ja, ich sehe dich. Stalker Elite. Was, du bist Stalker Elite? Oh Gott. Oh, das wird schrecklich. Lauf ich hier ernsthaft so komisch rum, ne? Ja. Kann man hier wenigstens Waffen finden oder so? Während wir auf die anderen Sollte Spieler zumindest möglich sein, ne? warten. Wie wir hier auf die anderen warten. Ich glaube, vier alive, das heißt, wir spielen nur mit vier. Also ich hoffe, das Spiel überhaupt noch gespielt wird. Ich glaube doch schon, Na, komm. nee, 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 das heißt quasi, dass vier noch am Leben sind anscheinend Ja, aber wir momentan. warten. Bist du an mir Wo läufst du vorbeigelaufen? hin? Alter, ich will gar nicht wissen, wie ich laufe. Schau mal mich an. Man Ja, sieht. ich kann es mir vorstellen. So, auch wenn ich sturzbetrunken bin, laufe ich, glaube ich, nicht so. Nein, bleib mal stehen. Schau mal, wie ich an dir vorbeiziehe. Wie grazil. Nee. Nee. Ah, das wird geil. Das kann ja nur gut werden. Ja, ich würde mal sagen, wir folgen mal der Straße. Alter. Hui. So, Wir sind spring mal. die. Was kann ich? Also. Und jetzt gibt's auch vorne. Ich hoffe, du kriegst. Nee, Schaden bekommst du jetzt nicht, ne? Nee, Oder? wir warten hier noch auf Spieler, Manu. Achso, okay. Ich weiß nicht, ob die einzigen beiden Spieler jetzt sind, weil Nee, wir. jetzt steht da zwei alive. Ja, ich weiß halt nicht, ob das heißt, dass noch zwei fehlen, die joinen, weil wir sind hier bis jetzt noch in der Lobby, lieber Manuel. Ja, okay, wenn ich jetzt Newbie oder Inventory eingebe, also wenn du. Alter. Was? Warum ist da ein Pfeil? Weil du auf der Map einen Pfeil gemacht hast, das ist gut gemacht. Wie kann ich. Ich Warum habe mache keine ich sowas? Ahnung. Warum kann ich Sachen machen, von denen ich nicht weiß, dass ich sie kann machen? Ich glaube, wir müssen vielleicht auf einen anderen Server. Vielleicht sind wir hier, vielleicht kommen wir hier nicht weiter. Okay, wir warten jetzt Nee, einfach. warte mal, das ist vielleicht gar nicht mal so blöd, weil jetzt können wir mal schauen, wo finden wir Waffen, wo finden Ich denke wir mal nicht, dass du Waffen in der whatever. Lobby findest, aber okay. Warte auf mich, ich Naja, eile. da oben ist ein Dorf, schau. Ich eile. Ach, Siehst du dieses. das? Los! Ja. Ich liebe dieses Spiel. Das macht jetzt schon richtig Spaß. Übrigens, was ich schon weiß über das Spiel. Sei mein Spaß, sei mein Spaß. Wo bist du? Oh, zieh dich an mir vorbei, bitte. Ich.
Alter. Also sollte je so etwas auf mich zugeronnen, gerannt kommen, dann. Alter, ich würde einfach, weiß nicht, entweder lachen oder Panik bekommen. Ach, auch in die Tür gehst du? Okay, jetzt hier Housekeeping. Ja. Da drin, glaube, muss man doch was finden, ne? Ich glaube, dass wir in der Lobby nichts finden. Vielleicht sollten wir auf ein anderes Ding gehen, weil ich bin auf EU gegangen. Und vielleicht schlafen alle Leute schon. Auch die, die nicht unsere Timezone haben, aber okay. Natürlich. Ich glaube kaum einer, dass einer hergeht und irgendwie auf die... Total akkurat Battlegrounds. Ich habe da echt voll die Assoziation zu dem anderen Scheiß hier. Zu diesem, ja, weil das anderen immer, Ding, noch, ne? Immer noch von den gleichen... Der glaubt mir das nicht. Er meint immer noch, das ist das gleiche Spiel. Jetzt mittlerweile, glaube ich, hast du gemerkt, dass es nicht das gleiche Spiel ist, richtig? Nee, eh nicht, aber es ist einfach so, dass... Moment mal, war das jetzt ernsthaft ein Feuermelder? Schau mal, komm mal hierher. Siehst du diesen Punkt da oben? Ich habe die Tür verpasst, warte. Ja, ich sehe es. Da oben. Also, dieses komische Dingens da. Du machst mir Angst. Ich würde sagen, wir leften der Lobby mal wieder. Quit. Und jetzt gehen wir auf... Alter, ernsthaft laufen wir da gerade? Ja, wir sind episch. Wir gehen auf NA West. Okay, mach mal. Ja, NA 33 West. Spieler suchen auf dem Spiel, ist doch schon mehr was. Okay, bist du ready? Ja. Ja, jetzt. Alter, du siehst so sexy aus, das ist der Wahnsinn. Naja, Tarnen und Täuschen, ne? 35 Jahre Kampferfahrung. Und dann so ein Scheiß. Wo ist es? Weil ich bin noch nicht gespannt, jetzt bitte warte mal ein bisschen. Na geh, hey, Ich bin noch nicht gespannt. Ich entschuldige, ich hab gehört, du musst das hinterher mit dem... Alter, was ist das jetzt? Wo bist du denn jetzt hin? Ich bin auf den Berg. Ja, ihr legt mich mal, ich hab den nicht in meiner Ding. Kriegst du das auch? Ich glaub, du bist... Boah, ich rief mal weg zum Vorgestern. Ja, Alex, ja mal. Bin das ich oder bist das du? Wenn das du bist... Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Wenn ich so mit dem Ding leicht nach rechts gehe, dann ploppst du auf. Also der Name. Dann komm. Kim, Schätzerle. Da müssen wir da jetzt ernsthaft noch... Alter, ey, ich will hier endlich eine Kalaschnikow in die Hand bekommen. Kim her. Ey, komm hier schon. Q-W-R-T-Z-U-I-Ö-B. What the fuck? Das sieht auch komisch aus. Und wo bist du jetzt genau? Also, lustigerweise habe ich da vorne jetzt so einen Pfeil, ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob ich... Ach, den habe ich gesetzt. Den habe ich gesetzt. Okay, ich dachte mir gerade, das wäre jetzt ein bisschen strange gewesen. Wie weit brauchst du, bis du beim Pfeil bist? Ich weiß nicht, weil keine Kilometeranzeige steht. Kann ich schwimmen? Heißt Z in dem Moment, dass das du bist? Nee, Z heißt Ziel. Nee, also. Wenn du einfach nur so leicht nach so die, also wo ich sein könnte, in die Ecke gehst, dann wirst du meinen Namen aufploppen sehen. Ja, irgendwas, ich komm dir entgegen, mein Freund. Ja, das ist sehr schön. Ich bin eigentlich gerade beim Schwimmen, nicht beim Saufen, beim Schwimmen, gell, Kinderlein. Vergiss das nicht. Warum sind hier wieder nur 4 Leute online? Nee, ich warte da. Tschüss, ich bin weg. Ich warte jetzt. Nächstes Ding. Gehen wir jetzt mal auf den NA West. Ich laufe am Wasser, ich bin Jesus. Kommst du? Ja, es kommt wieder dieser epische Scheiß. 39 Players looking for a game. Als ob das Spiel wirklich keiner mehr spielt. Was ist denn AU? Austria, bestimmt. Ein Player, wow. 2 Players. SA. Das sind bestimmt wir 2. Ah ne, das ist jetzt die SA. Also, nicht. Was ist AS? Ist das gleich nur andersrum, oder wie? ich glaube, wir sind mit NA West. Sind das jetzt EU-Region oder Kontinentaldingens, ne? Oder sollen wir einfach mal Solo versuchen? Vielleicht warten da... Okay, jetzt warten gerade viele. Komm, wir gehen rein.
Ja, mal. Also bis jetzt macht der Livestream schon richtig Spaß. Also Leute, das Spiel ist super. Das ist top notch ist das, Leute. Es ist einfach geil. Ja. So, mal ganz kurz die Dinge abchecken. Oh, 15, Alter, jetzt geht's ab, Alter. Jetzt kommen viele. Du hast gerade einen Waypoint gesetzt, irgendwie. Nee, habe ich ihm nicht. Okay, ich muss, glaube ich, meine Maus-Sensitivität ein bisschen hochstellen. Sonst komme ich ja gleich über die Kurven. Warum steht da noch immer Waiting for Players? Was soll der Scheiß? Ja, weil jetzt sind auch gerade 17 Leute drin. Da müssen irgendwie 30 oder so mitspielen, nehme ich an. Ach, geh, komm. Kann ich meine Maus-Sensitivität... Ich kann ist das da... Also, da vorne sind irgendwie Häuser total zusammengequetscht in einem... Ich gehe mal zu den anderen Spielern hier. Hier sind schon 22, 24. Ich glaube, wir könnten das in der Runde vollkriegen. Okay, Alter, was zum Geist ist denn hier passiert? Ich prügel mich gerade mit einem Magier und einem Ninja. Ich. Okay, geht's jetzt hier irgendwann mal los, weil ich bin gerade irgendwie so in... Alter. 25 Spieler warten schon auf ein Spiel. Alter, ich weiß halt einfach nicht, was gerade passiert, aber okay. Ich hab... Jetzt siehst du den Pfeil, Manuel? Nee, ich... Wenn du dort wärst, wo ich gerade bin, würdest du mich einfach nur noch fragen, ob ich Drogen nehme, weil das ist nicht mehr normal hier. Da sind Häuser irgendwie zusammengewürfelt. Völlig, out of place irgendwie. Hä? Ich glaube, wir müssen doch Star Wars League spielen. Ach, da ist ein Spieler, okay. Geh weg von mir, du Pikachu-Verschnitt. Ich glaube, wir müssen Star Wars League spielen als Last Game. This game is dead. Hat er das gesagt? Ja. Ja, gut, das stimmt, weil hier nichts passiert. Das spielt keiner mehr. Okay, gut, dann raus. Egal. Dann spielen wir jetzt Star Wars League, okay? What the fuck? Schwimmanimation. Ah, jetzt sind plötzlich 30 drin, alles klar. Fenster schließen. So Leute, ja, bis jetzt war natürlich jetzt nicht so viel passiert, ist ja klar. Wir machen hier eine kleine Dingpause, eine kleine Livestream-Pause und dann machen wir weiter mit Starway Fleet. Sehe ich das richtig? Ich muss mir, glaube ich, erst wieder runterladen. Ja, aber das dauert ja nicht lang, das ist ja ein kurzes Ding. So, und ich sag okay, dabei, ja. Habe ich irgendwie so ein Warteschleifen-Katzen-GIF oder sowas? Du kannst jetzt das Cheer-Buddy-Theme dabei reinwürgen. Aber ich kann natürlich dabei dann, damit die Leute etwas davon haben, mache ich ihnen natürlich noch ein kleines Bildchen rein. Von einer Katze, die auf ihren Pancake wartet. Damit das... Also, mich würde ehrlich gesagt mal interessieren, wer von euch würde eine Katze eigentlich versenden? Ach ja, der gute alte Eo. Das ist alles gar nicht meins. Das ist alles nur versendet. Eo, miau. Ach ja, das miau, war noch Zeit. Miau. Ja, da waren wir noch jung, ne? Ja, du damals so eine Katze mittels Paket versenden, kein Problem, ne? Ja, und heute musst du es dann noch beim Zoll bringen und ach, also, das ist ja heute viel zu stressig. Wir labern ja, schon viel zu auch viel. Die Rasse angeben. Ich lade es mir übrigens gerade runter, ne? Freunde okay. Und Freundesfreunde, ich lade es mir gerade runter. Und du kannst das gleiche tun. Und hier ist die schöne Katze, meine Damen und Herren. Die dürft ihr euch einfach mal jetzt, keine Ahnung, 20 Minuten anschauen. Nein. So lange wird das wahrscheinlich nicht dauern. Und ja. Genau. Ich werde dann bei hier mal alles muten und wir hören uns dann gleich wieder, ne? Bis dann.
So, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück. Ich weiß, das hat ein bisschen länger gedauert. Wir mussten das Spiel erstmal noch richtig runterladen. Und willkommen zu Starway Fleet in dem Livestream hier. Und natürlich nicht mit mir allein, sondern dem guten Manuel L. Jackson alias Rector Green. Hallo, Rector. Ja, hi. Schön, euch dabei zu haben. Okay, Starker, du bist drin. Wir spielen auf einfach, oder? Komm. Einfach rein. Von mir, mach mal, ne? Lädt es bei dir auch? Ja. Ja. Warten auf weiter Mitspieler. Es lädt bei mir noch. Okay. Also, nur so richtig. Gab es nicht immer so Probleme damals, als wir das versucht haben, zusammenzuspielen? Oh. Es gab nicht ein Problem, es gab alle Probleme. Initialisieren! Ja. Ich initialisiere dich, Manuel. Oh, what the fuck? Alter, komm mal, ein paar mehr Schiffe. Oh, okay. Wenigstens kann man bremsen. Ich flieg rückwärts. wo bist du denn? Spieler, Arthur Six? Ich schieße gerade, ich hab keine Ahnung, wie das Spiel geht, ohne Scheiß. Oh Gott, Alter, wir werden tot sterben. Ui! Ah, cool, das funktioniert aber jetzt. Es funktioniert. Also, ich fliege halt todeslangsam. Kann ich irgendwie. Okay, irgendjemand schießt auf mich und ihr. Ja, natürlich. Ja, wahrscheinlich. Oh Gott. Wie kann man schneller fliegen? Kann man das mal jemand verraten? Ah, nee, ich fliege schon schnell. Warum fliege ich langsam so schnell? Vorsicht, Blade! Also, wir müssen irgendwas an den Ding erstmal abschießen. Am Außenrand der Ding. Oh Gott, ich hätte mir vielleicht das Tutorial mal anschauen sollen. Oh, es gibt Raketen, cool. Hallo, Stalker. Hey. They are all over me, Manuel. Oh. Bist du gestorben? Nee, aber ich merke gerade das Spiel. Running Collision Alert. Ja, toll. Gut, dass das Spiel mich darauf hinweisen möchte, wenn ich wo reinkomme. Ja, was auch ganz wichtig ist. Du kannst dich ja in unserem Schiff heilen, wenn du deine Hülle verletzt haben solltest. Alter, was hier abgeht, ich bin einfach nur verwirrt. Okay, ich versuche jetzt mal einen Angriff auf so eins dieser Kreuzer hier, ja? Da, du musst auf die grün markierten Turrets schießen. Oh, was war das denn? Ich hab getroffen. Ach, und mit Rechtsklick kannst du Raketen schießen, oder wie? Ja, irgendwie sowas war wow. Da. Oh, ich sollte vielleicht. Aber hey, es funktioniert. Okay, jetzt Raketen. Das Ding hat noch 9. Ja, Mann. Ja. Okay, wow. So, okay, gut. Oh Gott, ich bin todes. Jawohl, Alter. Ich hab 70% Schilde, Manuel. Wie läuft's bei dir? Ah, okay, ich glaube, ich weiß, worauf ich schießen muss. Du musst ja hochziehen, gell, sonst. Alter, das Ding dreht ja voll ab. Sehe ich jetzt erst. Ich muss verlassen, das Spiel hat. Also, ich hab relativ runtergesetzt wegen dem Livestream. Die Grafiken meiner Freunde. Oh Gott. Also, wirst auf den Schiffen so blaue Container sehen. Ach ja, stimmt, ja, da war was. Ich schieße erstmal die Turrets ab, ne? Dass die nicht mehr auf uns schießen können. Da versucht ein Schiff, glaube ich, gerade abzuhauen. Oh, sind wir jetzt. Ich glaube, ich bin tot. Sind wir jetzt auf uns gestellt, Manu? Nee, aber du auf dich. Ich glaube, das Flottenschiff ist bereits kaputt gegangen, kann das sein? Ich glaube auch, ja. Scheiße, ich hätte vielleicht nicht gleich alle feindlichen Kreuze aktivieren sollen. Für eine maßgeschneiderte Schlacht. Obwohl ich sie sehr maßgeschneidert fand. Oh Mann, Leute. Jetzt geht's ab, jetzt kommt hier der Meistertrick. Kannst du nicht irgendwie respawnen oder so? Nee, aber ich sehe, was du machst. Okay, dann siehst du ja, dass ich hier gerade voll abgehe. Oh ja, Gott. Du kriegst gerade eine Pirouette. Hast du das gesehen, Manuel? Hast du das gesehen? Wieso werde ich getroffen? Alter, es sind aber viel zu viele Schiffe hier. Ah, ja, ich sehe sie.
Es sind so blaue Dinger, den musst du treffen und keine Ahnung, was das bringt, aber... Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir in eine neue Runde. Au. Ach, man hat hier übrigens ein Notfallschild, nachdem das Schild ausgefangen ist, gell? Ach, sehr cool. Was machst du da? Ich möchte eine neue Runde anfangen. Wieso habe ich das Spiel gerade gedragt? Ernsthaft? Ja, ja. So langweilig für dich. Wir haben ja eh eine maßgeschneiderte, wir haben ja keine Mission, wir haben eine maßgeschneiderte Schlacht gerade. Das heißt, wir können ja nicht so viel verlieren. Alter. Wie viel Hülle kann man haben? Meine Fresse. Oh! Nani! Oh mein Maru! Es laggt aber doch noch ein bisschen rum, muss ich sagen. Das liegt vielleicht sogar am Livestream, ja, würde ich mal sagen. Du könntest dort in die Sonne fliegen. Ich wollte aber sterben. Ich denke mal nicht, dass die Map bis dahin reicht. Vor allem das Geile ist, uns gegen 20 Schiffe geknallt und es ist noch immer nichts. Noni! Bitte. Ja, und jetzt nochmal, komm direkt wieder ran. Und jetzt noch an das, ja, oh geil, oh ja, Kamikaze. Ich bin ein, ja, geht doch. Okay. Zurück zum Hauptmenü. Hallo. Dann machen wir jetzt einen maßgeschneiderten Schlachtjäger. Das wird geil. Das wird richtig gut. Machen wir erstmal gegen feindliche Gruppe 1, oder? Nur wir gegen feindliche Gruppe 1. Würde ich auch mal sagen, ja. Auf einfach, damit wir reinkommen. Lädt. Lädst du auch, Manuel? Lädst du ein? Ja. So, initialisieren. Wer ist das? Okay, ich bin drin. Über uns. Oh, danke, du bist voll in mich reingekracht. Oh, ich sehe sie. Alles klar, dann. Oh, das sind ja nur Jäger, oder? Ja. Yeah. Da würde ich mal sagen, bisschen Fun, oder? So, es ist ja nicht so, dass meine Maus gerade die größte Freude damit hätte. Ja, bei mir auch. Ich wollte gerade sagen, die Maus und die Türen ist aber schon geil in dem Spiel. Wir müssen nur diese Jäger besiegen, das kriegen wir doch hin, oder? Das dürfte kein Problem sein. Oh, kann ich mich irgendwie in die Option Einstellungen? Oh, ich bin stehen geblieben in der Luft. Steuerung. Alter. Maussensibel, wo ist sie denn? Kann, als ob man die Maussensibel nicht umstellen kann. Wehe dir. Okay, der erste ist down. Gieren, Vertikalachse. Nicken, Vertikalachse. So, oh Gott, ich hab nur noch ein Ersatzschild, weil ich gerade AFK war. Das ist, ich hab nur noch 37% Hülle, das ist natürlich auch praktisch. Ach, das wird ist das? Nee. Oh, ich hab die Maussensibilität runterstellen können. Oh mein Gott, das ist viel angenehmer. Bei Gott. Na, ah, okay, es ist aber etwas schwieriger zu steuern. Ja. Ernsthaft. Schon wieder tot? Frag nicht. Wie hast du es geschafft? Nee. Ich will es jetzt gar nicht sagen, was los ist. Alter, ehrlich. Was hast du getan? Ich probiere nochmal rein zu joinen. Und du bist ganz raus? Ja, Stairway Fleet Exe funktioniert nicht mehr. Na, es war ja einfach zu viel Action im Spiel. Ach ja, oh, fey. Abbrechen. Ach ja, Leute, das ist auf jeden Fall schon mal ein Projekt. Das ist nicht von schlechten Eltern, Freunde. Und ich sehe die Eltern will ich gar nicht kennenlernen. Warum nehme ich gerade nur die Hälfte davon an? Tue ich gar nicht. Das Spiel ist nur generell sehr rechts platziert, alles klar. Was? Ja. Alter. Hat euch mein Kratzer gefallen eigentlich? Das ist Österreicher. Was? Das ist Österreicher. Nee. Manuel L. Jackson, ich warte auf dich. Wo bist du? Schmultimeier. Ja, so ungefähr, ja. Ach, du öffnest es nochmal, okay. Ich bin das Stairway. Sag bloß, es hat dir jetzt angezeigt, wo ich es geöffnet habe, dass ich es ange... Ach, vergiss es. Also ja, Multiplayer, ne? Beitreten. Alter, der Stalker. Ich spiel auf Elite, oder?
Du bist ja Stalker Elite. Hauen wir alles rein, scheiß drauf, egal, man lebt nur einmal, ne? Jetzt zeigen wir denen mal, was wir drauf haben. Ja, zeig du vor, ich komm nach. Okay, warte. Los geht's! Alter, was sind das für Blaster? Das sind so... Kennst du diese dicken Dinge? Nee, du stirbst! Ja, nur eins weg. Ich weiß auch, Ach, mit Q änderst du deine zweite Waffe, die du mit Rechtsklick abfeuerst. Mit E deine erste Waffe. Das ist quasi verschiedene Kampfmodi. Oh, interessant. Das dürfte definitiv... Oh, ja, komm. Geil. Oh mein Gott. Hast du auch gerade das Maschinengewehr ausgerüstet? Ich habe gerade so einen X-Wing Laser. Okay, gut. Jetzt zeigen wir dem, was wir drauf haben. Das ist nur eine Kampfgruppe, Manuel. Das wird doch hoffentlich... Ich tappe übrigens die ganze Außen... Weißt du weißt, dass ein Spiel gut ist, wenn du raustappst. Dann weißt du es einfach. Na komm. Aber komischerweise, immer wenn ich auf den Gegner komme, wird der Laser langsamer. Okay. Hashtag, wir müssen auch die Bots mal respektieren. Hier ist der Stalker Elite. Wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Ach, da ist... Ah, jetzt ist er down. Okay, gut. Okay, da sind ein paar Gegner. Zerstören Sie alle Torgianischen Schiffe. Das ist ein sehr einfallsreicher Name. Die kommen bestimmt aus Sternentoren. Ja, stirb! Oh, Gott sei Dank. Da bist du bestimmt ein pazifistischer Planet, ne? Mit Sicherheit. Das heißt, sobald der Gegner einmal getroffen ist, verlangsamt sich der Laser. So, jetzt braucht er auch eine Recovery-Chance, also müssen wir ihn lassen. Wo sind die Gegner? Ich sehe keine Gegner. Ah, da ist der Gegner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh nein, oh Gott, oh Gott. Wo ist der Gegner jetzt wieder? Alter, ich tappe halt auch immer aus dem Spiel raus. Also, wir spielen momentan einfach nur gut Spiele. Der Typ ist 2 Zentimeter vor mir und der Schuss geht daneben. Willst du mich verscheißen oder was? Der hat seine Invisible Coat an. Ja, so sieht es mir aus, sein Tarnmantel oder was? Ja. Alter, der mir ist fast ins Gesicht geflogen, der Held. Du weißt, dass du irgendwie, ich muss noch die... siehst du oben in der Mitte? HD, ANG und WEP. Ja, sehe ich, ja. Das kannst du mit 1, 2 und 3... Kannst du das verändern? Also ich kannst da quasi Energie auf alle auf die Engine legen und dann halt schneller fliegen. Ich habe mal auf Web getan, ja, weil das mich jetzt die Web-System ist, ja. Yes, sir. Collision Alert? Mit wem? Oh, mit dem. du verfolgst gerade den gleichen wie ich. Insofern meine Maus sich dazu entscheidet, dürfte ich bitte? Ah, wird ja nicht sein. Okay, ich habe die perfekte Sensitivität aber auch noch nicht gefunden. So. What the fuck? Was war das? Was ist gerade vor mir explodiert? Habt ihr das gesehen? Replay this. Wow! Warst du das? Ja, ich lese hier mal einfach mal jeden weg. Ja, du hast mir aber gerade den Rumpf eingehauen mit deinem Astralflugzeug. Ja, ist so eh nur noch der eine hier, oder? Oida! Die Steuerung ist auf jeden Fall echt smooth. Ja. Oida, gut gemacht. Oh, das war's schon? Ja, jetzt pass auf, jetzt geh mal ab. Alter, du musst so richtig... Alter, nee. Das ist was. Bist du ready? Jetzt geht's ab. Gleich. Gib mir mal ungefähr 2 Minuten. Okay. Na, gefällt euch der Stream? Meine Freunde? Was machst du denn jetzt? Hallo? Bist du noch anwesend? Manuel.
Ei, Leute, wenn ihr wüsstet, wie müde ich höre mal wieder nichts. Ah, mein PC hat, also beziehungsweise meine Kopfhörer machen. Das ist total praktisch. Es macht richtig Spaß. So. So. Okay, können wir? Yep. Ich hab mich jetzt dazu. Ich spiele mal auf normal. Jetzt geben wir mal richtig Gas hier. Gas, Gas, Gas. Was? Gas, Gas, Gas. Ich steige jetzt auf das Gas. Tonight. Ich habe uns schon wieder zu spät. Ich habe uns Unterstützer geholt, ne? Ja, aber... Ja, ich habe dieses Mal 3 Kampfkoppen angemacht. Ich hoffe, das war nicht schlimm. Okay, ich gehe jetzt mal ein bisschen mehr gleich von Anfang an auf Engine. Ich höre nichts mehr. Na super. Ist gerade leicht unpraktisch, Leute. Ging das nochmal mit dem Ding der... Ja. Ich höre nichts, Manu. Ich höre nichts. Warte. Ah, Mann, komm, jetzt. Ah, scheiße. Komm jetzt, ich geh mal auf Schilder dabei. Hallo, na. Hallo? Wieso geht das denn jetzt nicht mehr, meine Fresse? Hallo, ich höre dich immer ganz kurz. So, hallo, hörst du mich? Ja. Ah, Gott sei Dank. So, was wolltest du sagen? Die Aufteilung zwischen Engine, SHD und Weapon. Yes. Was war das nochmal für eine Taste? 1, 2 und 3. Ah, okay, danke. Also, soweit ich das jetzt... Oh Gott, ich verschiebe immer dieses Fenster. Ich tapp immer raus. Was ist los mit diesem Spiel? Du weißt, dass ein Spiel gut ist, wenn du raustappen kannst. Boah, ja. Nummer 1 haben wir. Bis jetzt geht's unseren Freunden aber auch noch relativ gut, ne? Wir haben nicht mehr lange. Oh fuck, die haben Raketen. Okay, das könnte. Scheiße. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Alter, das war jetzt nicht so nett. Also, ich kann schon 2 bestätigte Abschüsse zählen. Ich glaube, ich habe einen bis jetzt, aber ich kriege auch die ganzen Raketen ins Gesicht. Was ist los mit euch? Aber gut, dass man 2 Schilder hat. Da muss ich mich jetzt noch nicht drum kümmern, mehr auf Schilder zu gehen. Ich gehe mal wieder voll auf Weapons. Okay, ich gehe voll auf Weapons und 1 mehr auf Schilde. Und jetzt wird gejagt. Ich war Manuel. Yep. Und ich bin aus dem Spiel rausgetappt. Ich hasse dieses Spiel. Für das, dass du raustappen kannst. Gibt's da keinen Vollbildmodus? Bestimmt gibt's ja einen Vollbildmodus. Ich hab ihn noch nicht gefunden, oder? Komm, jetzt lass mich fliegen hier. Ach, das ist das. Ich dachte gerade kurz, hey, was ist mit meiner Maus los? Aber das ist gar nicht meine Maus. Na komm, dann hauen wir dem jetzt eine Rakete ins Gesicht. Es gibt da auch Ruhe. Oh, Starko, du hast da ein paar Freunde hinter dir, ne? Ja, ich bin gerade reich gesegnet, ne? Ja, yeah, die mögen dich. Okay, ich verstärke mal die Schilde. Hast du es gerade gehört? Ja. Ich höre wieder nichts. Ich hasse es. Ich hasse es. So, ja, okay. Viel besser. Hast du gerade die Nachricht gehört? Also, dass jemand was gesagt hat? Das war bestimmt das Flottenkommando.
bestimmt, die muss gerade bestimmt einparken, die Frau. Whoopsie Daisy. Sorry Manu, ich wollte den nicht nehmen. Nee, das ist schon in Ordnung so, ne? Ich hatte nur. Alter, ich bin so. Ich bin. Was denn? Ja, eingehend hier. Ja, komm. Die hauen mir doch sowieso meine Schilder nicht zusammen. Ich höre schon wieder nicht. Ich hab doch keinen. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Achso, ich hab grad nichts gesagt, deswegen. Was denn? Nee, nee. Alles gut. Ich höre dich halt nur wieder gefühlt nicht mehr, Manu. Ich habe keine Ahnung, was meine Kopfhörer jetzt hier gerade für Probleme haben, aber. Da wird einem ja schlechter wie beim. Hallo! Alter, ich höre nichts mehr, das ist der Wahnsinn. So, so jetzt hallo? Hörst du mich? Bitte lass es funktionieren. Ah, Jesus Christ. Dankeschön. Also Jesus, jetzt geht ab hier, ne? Ach, du bist das, der hier so wild um sich ballert? Yep. Wie so ein Rasenmäher. Aber dafür, dass es ein Weltraumding ist, ist es halt relativ langsam. Also du fliegst halt relativ langsam. Find ich. Ja, ich habe jetzt meine gesamte Energie auf die Weapons gegeben. Ich bewege mich nicht. Ich bewege mich nicht mal. Was ist denn los? Das ist halt echt unpraktisch, wenn wir jetzt eine Mission spielen oder so, dass da Mission Briefing hat leider überhört oder taub ist. Chief, wir mussten die einstellen, die wir einstellen konnten. Hallo? Na? Haben Sie schon von Gott gehört? Er ist eine Rakete. So, zwei haben wir noch. Ah, ich glaube, gut passt. Welchen übernimmst du? Ich versuche sie gerade noch zu finden. Auswendig. Fliegen die um mich rum? Nein. Ja, warte, ich kümmere mich um den letzten. Ja, mach das. Ich kann ihn sowieso gerade nicht anvisieren. Ah, scheiße. Ich habe zu früh abgefeuert. Ja, ja, das, der Typ ist gleich. Oder er ist schon Geschichte. Sehr schön. Okay, jetzt wird's ein bisschen spannender. Achtung, ich gehe kurz raus. Weil ich muss nämlich neu einstellen. Das kann man nämlich... So, jetzt geht's nämlich um die Wurst, Leute. Wir spielen Missionen. Boah, Alter, jetzt bekomme ich Hunger, danke. So, das ist ein sehr hübsches Bild. Das ist eine sehr gute Kraft. Du kannst mir übrigens nachschauen. Hallo? Achso. Ja. So, willst du vorlesen? Coop Mission 1 Heimkehr. Datum irgendwann im Jahr 2320. Holla, ihr wollt für das System Gesteinsblock. Planet EP-10045b. Hintergrund. Weil die Präsenz der feindlich gesinnten Torgaien in den äußeren Sektionen zunimmt, wird die Starbase-Flotte damit beauftragt, Einsatzteam in die Region zu entsenden, um Konvois beim Betreten und Verlassen der betroffenen Sektion zu schützen. Bei dieser Mission ist das Einsatzteam Stealth Panther zum Schutz eines Konvoi 3 ziviler Schiffe eingeteilt worden. Der Konvoi transportiert Wissenschaftler, Familien, so wie Nachschub, ach, niedlich. Und befindet sich auf dem Rückweg von Sektor XEB A53. Okay. Der Konvoi hat bereits 3 Sprünge in den Hyperraum hinter sich und ein weiterer steht unmittelbar bevor. Das Ziel der Schiffe ist das System Trappist 1, weil es noch 6 weitere Sprünge entfernt liegt. Sehr schön. Ich will. Einsatzbesprechung: Beschützen Sie den Konvoi in der Nähe des Planeten Rocky, während sich die 3 Zivilschiffe auf ihren nächsten Sprung in den Hyperraum vorbereiten. Sobald die Berechnungen für die nächsten Sprungkoordinaten abgeschlossen sind, ist der Konvoi zum Eintritt in den Hyperraum bereit. Sag mal, oder? Normal, komm. Wir sind doch nicht mehr ganz normal, also passt es zu uns. Lead. Mami. Also es ist eine Story, also ich weiß nicht, ob sie überhaupt eine Story verfolgt, es sind halt auf jeden Fall 10 Missionen, die wirklich einfach nur 10 Missionen sind. Weißt du, was wir dann mal durchspielen müssen, was mir gerade so einfällt? Pixelmon? Ja, das auch, aber Star Trek The Video Game. Ach Gott. Das haben wir so oft angefangen und haben es nicht einmal durchgespielt. Jupp. Das wäre schon sehr wichtig. Ich lade übrigens noch, ne? Ja, und ich warte noch.
Ja, Entschuldigung, okay, chill mal deine Basis jetzt. Ach Mensch, ich mach Ach. jetzt meine Minecraft-Flasche an. Du bist eine Flasche. Okay. Oh, wow, Alter, jetzt geht's ab. Das war eine Fregatte. Ich hab gerade Ratte-Igel gelesen. Manuel, wo bist du? Okay. Ich bin gerade. Ich gehe mal ein bisschen mehr auf die Engine, damit wir die Riegel da vorne verteidigen können. Okay. Ah, ich sehe dich. Was? Cannabis? Na klar, die fressen dich, nachdem sie dich geändert haben. Okay, ich muss tatsächlich sagen, das sieht gar nicht mal so doof aus jetzt gerade hier. Oh Gott, Mann! 18 weitere Feinde, das ist halt echt unpraktisch. Okay, die springen jetzt. Ich habe bis jetzt noch nichts geleistet in diesem Kampf. So, dich mal weg. Jupp, dich mal weg. Okay, die können jetzt alle springen. Das ist sehr gut. 2, 1, jump. Und ich glaube, da sind sie jetzt weg. Scheiße. Okay, die Callisto, die kommt nicht mehr weit. Ich flieg mal zur Callisto. Mach mal, ich kümmere mich hier um die Jäger. Ja, ich auch, aber ich kümmere mich um die Jäger an der Callisto. Ich gehe jetzt mal ein bisschen mehr auf die Weapons. Wir müssen nämlich jetzt sehr offensiv handeln. Es hat mir fast einen schönen Lackkratzer gegeben. Also keinen schönen Lackkratzer. Das geht's ja nicht. Ich krieg hier keinen Down. Ja, nee, ich will das Fenster nicht schließen, danke. Ich krieg hier keinen Down. Oh, ich dürfte jetzt gleich so, den dritten. Du gehst down. Ja, du bist wenigstens. Na komm, na komm, na komm. What the fuck ist jetzt passiert? Ah, da vorne bist du. Naja, dann wollen wir mal ein bisschen zu dir kommen und ein bisschen aufräumen, ne? Okay, ich helfe dem. Ich helfe mal Jäger Blade. Boah! Weil ich sag dir, ich muss gleich nach dieser Mission das Spiel in den Vollwertmodus nehmen. Ich hab keine andere. Oh, Scheiße. Wir haben Besuch. Siehst du das, Manu? Ja. Das könnte doch lustig werden. Oh, das kriegen wir noch hin. Destroy the shields first. Also wir müssen jetzt den feindlichen Dingens davon aus... Ja, verteidigen sie immer noch, wir müssen immer noch verteidigen, gerade. Okay, gut. Also, ich gehe mal davon aus, Verteidigungsangriff. So, Nummer 1 ist weg. Ich gehe direkt auf den Kalypso-Kacken da. Alles okay? Yep. Na, komm. 2. Oh Gott, ich komme gefährlich nah an das Ding ran. Ach, so. Ich sehe schon, da vorne dieser Kreuz oder was das ist. Okay, dann werden wir uns mal um den Kreuzer kümmern, ne? Also ich muss sagen, es sieht halt echt nicht schlecht aus, das Spiel. Das muss man ihnen lassen. Schilde! Schilde verstärken! Ich hab den Kreuzer gerade voll in den Nacken. Der tut gerade sehr, sehr aua. Ich mache halt null Damage mittlerweile. Aber ich könnte den Kreuzer weg von mir gebrauchen. Na komm.
Na komm, dich krieg ich noch down. So. Jetzt gehen wir noch ein bisschen auf Weapon. Ich habe mich gerade hinter dem Kreuzer eingefunden und baller auf seinen Antrieb. Ja, du musst auf dieses Ding treffen. Auf dieses Ding schießen. Diese blauen Dinger. Das stimmte schon. Versuch die zu finden. Ich weiß ja nicht, was uns. Wir müssen eigentlich immer noch die Callisto verteidigen. Okay, jetzt müssen wir den Carry angreifen. Das ist. Oh, Scheiße, du musst weg. Geh auf deine Angriffsding. Alter. Alter, war das knapp. Die Dinger haben aber ganz schön Wucht, du. Bist du noch am Leben? Ja, ja. Du bist nur verletzt. Ja, wir kriegen Unterstützung, wie es aussieht. Oh fuck. Was ist? I'm out. Warum? Tot. Ach du Scheiße. Warte, ich glaube, du kannst gleich wieder rein, weil wir jetzt die Dinge da bei uns haben. Ach du Scheiße, was kommt denn hier? Jetzt entwickelt sich das zu einer sehr unübersichtlichen Schlacht. Wir sollten jetzt ein. Oh Gott, ich fliege direkt in die Feinde rein. Das ist vielleicht nicht das Schlauste, was man kann. Ich weiß halt nicht. Ich kann jetzt sowieso nicht mehr rein, ne? Oh Gott. Ich suche eigentlich gerade nach dem Ding. Einer? Oh Gott. Das hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Ah, Mann. Okay, jetzt dann gehe ich jetzt. Ich gehe jetzt auf Angriffskurs. Den hole ich mir. Ah ne, das sind keine mehr, die wissen schon. Kannst du nicht respawnen? Weil da ist ja eigentlich. Ich gehe jetzt mal auf die anderen Jäger hier, genau. Kannst wirklich nicht respawnen, das ist ja doof. Wo ist jetzt diese Superkreuze, von dem die geredet haben? Bist du noch da oder hast du jetzt mittlerweile aufgegeben? Leute? Ist die Nerve durch? Hallo? Nee, dann höre ich auf. Test? Du kannst dir aber weggehen. Nee, war jetzt die Verbindung weg? Ich habe keine. Ach du Scheiße. Oh. Alter. Ist da nicht noch ein Speer? Ach, der gehört zu uns, oder was? Anscheinend, ja. Oh Gott, und ich greife den die ganze Zeit an, ich Idiot. Ja, du machst dir halt Freunde, ne? Naja, okay, gut. Das zurück war jetzt zum Hauptmenü. So. Retten Sie unser. Ach Gott, nein. Das ist, da muss man so steuern können, das kann ich nicht. Ha. Du bist weg. Ja. Mal wieder.
Weil das Geile ist, jedes Mal, wenn ich bei diesen Dingen zurückgehe, dann fängt an, Starfleet Exe funktioniert nicht mehr. Ach, der Start, was heißt nochmal? Das, wie spät haben wir überhaupt? Also hier ist eins. Für normal müsste ich jetzt erst mein Stoker-Let's Play anfangen. Okay. Prost darauf, Leute. Ich finde es übrigens gut, wie ein High-Quality Starway Fleet oben links steht. Also, das ist wirklich, da haben sie ihr Logo in High-Quality gezeigt. Na, kommst du oder was? Laut Steam wird's gerade geöffnet. So. Ich habe das Spiel jetzt gerade mal maximiert, meine Freunde. Der Maximilian. Wir können auch mal überleben versuchen. Oder was willst du machen? Okay. Nee, weißt du, wir machen jetzt nochmal eine maßgeschneiderte Schlacht. Wir machen jetzt mal, wir machen hier, So, ich bin soweit. Du auch? Nee, Steam probiert gerade, Starfleet Fleet wird gestartet. Oh, ja, ich sehe auch gerade, dass das Spiel hier richtig... Leckt es gerade oder was ist los? Ich weiß es nicht. Wie wird überhaupt Starway Fleet aufgenommen, meine Freunde? Kann mir das mal jemand erklären? Wenn ich das eigentliche Fenster von Starway Fleet noch gar nicht geöffnet habe. Das ist noch gar nicht. Ich bin verwirrt. So. Vielleicht belassen wir es aber auch für heute damit. Und gehen dann zurück auf Ding. Was hältst du davon? Zurück auf Pixelmon. Wo wir ein bisschen brüten, denn dort wird euch auch bald ein sehr großer Livestream erwarten, meine Freunde. Okay. Meinst du nicht, dass da bald ein etwas größerer Livestream auf sie zukommt? Ich hoffe doch. So, also ich bin immer noch drin und warte auf dich. Ja, laut Steam wird's noch gestartet, also ich weiß Ach, nicht. Ach Leute! Das ist auf jeden Fall richtig nice. Lasst mal einen Daumen hoch dafür diese Content. Ja gut, okay. Alter. Na, das ist jetzt nichts mehr wird, würde ich sagen. Wir verabschieden uns von der Live-Audience. Wir werden jetzt noch etwas im Pixelmon machen, denn da müssen wir noch sehr, sehr viele Sachen machen, bevor wir dieser riesige Livestream starten wird. Oh ja. Ich sag's mal so, es wird ein kleines Competitive-Ding eigentlich, oder? Kann man ja fast sagen. Und alleine das Brüten für die Pokémon, die wir brauchen, und das Bauen von den riesigen, weil wer uns kennt, der wird wissen, dass wir, wenn wir sagen, wir würden gerne ein kleines Haus bauen. Oder vielleicht einen kleinen Tempel oder was weiß ich sowas. Oder so ein kleines Labor, was die Zinnober ins Lein nimmt, ne? Das ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Ja. Es ist dann artet dann doch meistens etwas mehr aus, als wir uns das eigentlich geplant haben. Oh ja. Und wieso kriege ich hier gerade Markus Katzer Facebook-Posts vorgeschlagen? Na, warum wohl? Geil. Ich liebe Katzer. Katzer ist love, Katzer ist life. Und mit diesem Satz würde ich sagen, beenden wir diesen Livestream und wir sehen uns dann wahrscheinlich spätestens zu diesem Competitive Livestream wieder zurück. Jo. Bis dahin, auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss.